Hallo, herzlich willkommen zurück zu Ocarina of Time auf der Nintendo Switch. Ich bin euer Kellervater, schön, dass ich wieder da bin. Wir befinden uns im Geistertempel und haben gerade 5 Rubine erhalten. Na toll. Was wir jetzt machen ist, wir wollen da hochgehen, um ein Spiegelschild zu holen und auch die Decke quasi, ich glaube, hier einzureißen oder so, damit Licht hier reinkommt, damit wir, weiß ich nicht, ihren Kristall da anleuchten, damit da irgendwas hoch aufgeht. Irgendwie so war das damals. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern und wir haben anscheinend alles Cthulhus in diesem Dungeon erhalten und alles Cthulhus bedeutet aber auch, dass es hier nichts mehr zu holen gibt und uns noch 3 fehlen auf die 50, damit wir den 50er Bonus bekommen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Jetzt geht's weiter im Geistertempel. Oh, hi. Warte mal, nehmen wir wieder den... Man braucht so viele verschiedene Items hier. Einerseits cool, andererseits ist es halt extrem nervig wegen der... wegen des Menüs, wie man die Items wechselt. Das haben sie halt im DS besser gemacht. Warte, da können wir was Cooles machen. Da können wir was sehr Cooles machen. Weil die sind ja feueranfällig, die Teile. Die sterben instant auf Feuer. Geht da jetzt eine Tür auf, weil wir alles besiegt haben? Eher nicht. Jetzt geht eine Tür auf, weil wir alles besiegt haben. Das ist herrlich. Amros Ritter, kriegen wir hin. Ah ja. Bist du ruhig? Ach, der ist nicht ruhig. Warum sind die alle nicht ruhig? Das hört aber nicht auf, gell? Oder doch? Scheiße! Das war eine halbe Sekunde! Ja, ich weiß, Alter. Du bist ein blöder Arsch, echt. Schieben kann ich sie leider nicht. Das ist halt ein bisschen nervig. Ich renne ja schon. Nein! Das war zu wenig weit. Wie macht man sowas? Ehrlich jetzt, wie macht man sowas? Ja, bist du deppert, war das knapp. Hey, warte mal. Moment. Mhm. Eis? Nein, auch ein Herzchen. Super. Bereitet natürlich auch Freude. Ich weiß, was das ist. Oh, das ist ein guter Kampf. Da werde ich jetzt mal kurz eventuell meine Klappe halten. Ich weiß es noch nicht. Juhui, ganz vergessen, wie hart die zuschlagen. Muss vielleicht mal wieder... Ich
war noch doch nicht das der Kampf. Da gibt's nämlich nachher einen ziemlich coolen Kampf. Gehst du wieder raus, so wie letztes Mal? Ja. Auf die andere Seite nämlich. Der Spiegelschild. Der Spiegelschild reflektiert Licht oder Energie. Mit R setzt du ihn ein. Oh Baby, auf das habe ich mich schon richtig gefreut. Der ist halt jetzt dann für die Endgegner wichtig. Sieht ja auch ganz stylisch aus, muss man sagen. Sehr metallisch, das Ganze. So. Oh, da muss ich ja das Masterschwert wieder verwenden. Schade eigentlich. Ich mochte mein Big Goron-Schwert. Gut, dass es gleich mit einem Strahl funktioniert und nicht, dass man ewig draufhalten muss. Kleiner Schlüssel? Ah, ich weiß, da gab es eine Abzweigung. Einen Raum davor gab es eine Abzweigung, also nicht jetzt in dem. Sondern in dem, wo wir jetzt zurückgehen, in dem gab's eine Schlüsseltür, genau. Die kann man, glaube ich, nur mit Bomben zerstören, richtig? Das nervt halt ein bisschen, wenn man immer wieder das Ding wechseln muss. Warte mal kurz, da ist noch irgendwas. Ich sehe doch, ich höre doch was Schlimmes. Ja. Das hätte uns noch gefehlt. Keine Ahnung, wie man da jemals draufkommen soll. Upsi. Ich habe irgendwie das... Ja, das Gefühl hatte ich. Ist da eine Ruhe mal? Ich glaube, da gibt es mal eine Ruhephase. Das ist gut. Irgendwie geiles... Also, Mechaniken haben die extrem viele geile damals reingebracht. Schau, da kann man in einem durchklettern, wenn man es richtig macht. Aber er war bis jetzt noch nicht so geistig, der Tempel. Für das, dass er ein Geistertempel sein soll. Was haben wir denn hier oben eigentlich? Okay. Cool, Gitter. Okay. Gehen wir nochmal runter und schauen, was es unten gibt. Dafür werden wir jetzt wieder mal, hoppla, wechseln. Aber irgendwie muss ja die Königsfamilie hier auch was zu tun gehabt haben mit den Gerudos früher. Und die müssen ja ein Volk oder was gewesen sein, wenn es hier Zeldas Wiegenlied irgendwas bringt. Haben wir Goronia hier plötzlich. Die Reichweite ist so extrem schlecht von dem Schwert. Im Gegensatz zum Big Goron.
Gut, dann machen wir auch noch diesen hier. Wir brauchen hier kaum den Enterhaken. Ist die echt? Nein, da ist nichts echt. Alles fake. Was soll das jetzt bringen? Das bringt's, okay. Sind das Eisblöcke? Die könnten wir schmelzen mit den Feuerpfeilen. Ist wurscht. Mach mal was anderes. Mach mal das, dass wir erst wieder den Enterhaken brauchen. Ist immer schlimm mit dieser Wechselerei. Da haben sie über die Jahre ja auch mitgelernt, muss man sagen. Ja, der Masterschlüssel! Der Masterschlüssel. Jetzt kannst du endlich jenen Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. So wäre der Plan. Geht der doch? Die Idioten. Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, Verwalter. Gibt's hier eine Kiste oder was? Moment. Müssen wir wieder umwechseln. Ach Gott, oh Gott. Nerv, nerv, nerv. Hier, irgendwo müsste es eine Kiste geben. Der Felsen ist auch irgendwie verdächtig. Schauen wir uns das mal an. Na, schau. Das ist schon mal gut. Wow. Ja, er zielt so schlecht. Er zielt so schlecht. Obwohl er die Zielerfassung hat, er zielt nicht richtig. Naja. Egal. Damit hätten wir das. Und hier gibt es halt noch irgendwas, aber ich weiß nicht, wo wir da hin müssen, dass wir das bekommen, das Teil. Keine Ahnung, außer... mit der Sonne hätte es funktioniert, aber das mache ich jetzt nicht nochmal. Außer wir hätten es gebraucht, dann müsste ich es fast nochmal machen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir es nicht brauchen. Machen wir die Frau glücklich, indem wir immer ein bisschen Sonnenlicht spendieren. Na schau, geht doch. Nur, was jetzt? Mir ist jetzt nicht ganz klar, was ich zu tun habe. Kann ich mich da rein? Ja, kann ich. Ah! Oh wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe mit viel gerechnet, aber damit nicht.
Und bevor wir jetzt zu den Endgegnern kommen, gibt's einen Cut.